Würde ein Mensch nur Positives erleben, sein Leistungspotenzial wäre dank seiner erfolgreichen und aufbauenden Erfahrungen fast unerschöpflich. Und jedes weitere Lebensjahr würde seine Kraft und seinen Tatendrang stetig erhöhen. Die Realität der meisten von uns sieht jedoch anders aus. Schon als Kind sind wir zahllosen Konflikten ausgesetzt, die wir auch später noch emotional erinnern. So können Ablehnung, Trennungen, Existenzsorgen und Enttäuschungen tiefe Spuren in unserem emotionalen Gedächtnis hinterlassen und als Leistungsblockaden die Leistungs- und Handlungsspielräume jedes Einzelnen von uns stark einschränken. Und jedes Mal, wenn uns eine negative Erfahrung sehr nahe geht, schwächt sie unser Leistungspotenzial. Unverarbeitete Belastungen wiegen mehr als Erfolge. Wichtig ist das Verständnis, dass es sich hier nicht um die Reaktion eines Kranken handelt, sondern um die Schutzmechanismen eines gesunden Menschen. Ziel ist es daher, Leistungsblockaden aufzulösen und den Menschen von seinen ihn schwächenden Erinnerungen zu befreien. Im Coaching und mit Hilfe der Rapid Eye Movement Stimulation können in vielen Fällen die emotionalen Einprägungen Schritt für Schritt aufgelöst werden, was die Bereitstellung des vollen Leistungspotenzials zur Folge hat. Der eigenen emotionalen Freiheit wird so ein neuer Weg gebahnt.